Wir leben in einer Welt, in der gleichsam so eine Flächenbombardierung stattfindet von Nachrichten. Das kennen wir alle. Es gibt kaum mehr eine ruhige Minute. Wahrscheinlich die meisten von euch haben auch ein Handy. Es gibt nur noch wenige handylose Menschen. Und da wirst du zu bombardiert von Nachrichten. Montag ist immer mein Priester, ja, freier Tag, nicht liturgiefreier Tag, wo ich doch versuche, etwas frei zu machen, dem Herrn zu dienen, auf ihn zu hören und wo ich ganz sicher auch keine Nachrichten beantworte. Die Leute sind da ganz erstaunt. Ich muss doch sofort antworten. Nein. Und wenn wir die Medien erleben heute, das ist Nachrichten um Nachrichten. Jede Sekunde eine neue Titelzeile von irgendetwas. Ja, das kennen wir alle. Und der Punkt ist, es gibt jetzt eines. Es gibt Nachrichten und es gibt Botschaften. Nachrichten sind Informationen aus irgendeinem Ereignis. Das kann zeitgebunden sein. Aber Nachrichten haben oftmals auch noch eine Botschaft drin. Ob das moralischer, ethischer, ja, das sogar emotionaler Natur ist. Es hat irgendwo noch eine Botschaft drin. Wir kennen das bei den Medien, oder? Da wollen sie irgendein Produkt verkaufen. Das ist eine Nachricht über irgendetwas, eine indirekt, um die Botschaft zu vermitteln. Du brauchst das, du musst das kaufen. Ohne das kannst du nicht leben. Versteht ihr? Das kennen wir alle irgendwo, oder? Überall ist noch so versteckt eine Botschaft, heute auch oftmals ideologisch eingefärbt. Gender-Ideologie, ich brauche da gar nicht jetzt drauf reinzugehen. Ihr kennt das alles. Also, es gibt Nachrichten, es gibt Botschaften. Und jetzt, das nennt sich frohe Botschaft, oder? Eine frohe. Also, es ist nicht nur einfach eine Information von vergangenen Zeiten, sondern das ist eine Botschaft, ein Träger von einem Wert, moralisch-ethischer Wert, wo es auch vermitteln möchte. Denn es ist Wort Gottes. Also es möchte uns Weisung geben. Und seit fast 200 Jahren erleben wir in unserer Gesellschaft etwas ganz Besonderes. Weil das haben wir vor 2000 Jahren bekommen. Wunderbar. Für mich immer noch eins das kostbarste Geschenk. Schönste Wort, das wir kennen. Aber seit 200 Jahren kommt die Mutter Gottes immer wieder verschiedenen Orten hier auf die Welt und bringt Botschaften. Nicht Nachrichten einfach. Botschaften. Also sie will uns etwas vermitteln. Fatima, Garambandal, wir dürfen dann jetzt schon bald mit Rusberg dorthin reisen, ich freue mich. Aber auch Medjugorje, jeden Monat neue Botschaft. Eine wunderbare Sache, die sie uns da gibt und die wichtig ist. Auch mich berührt das oftmals sehr im Herzen, wenn ich das höre. Nun erlebe ich aber eines, oder zumindest habe ich das Gefühl, vielleicht stimmt das nicht, aber ich habe doch manchmal das Gefühl, dass wir diesen Botschaften, die Maria uns gibt, gerade wir, die doch unterwegs sind im Glauben, oft mehr Raum schenken als dieser einen Botschaft, die sie uns vor 2000 Jahren gegeben hat. Die aufgeschrieben ist im Lukas-Evangelium vor allem, natürlich auch in den anderen Evangelien, aber Lukas ganz vor allem, sein Evangelium ist sehr marianisch auch. Und heute haben wir diese ersten Worte von Maria gehört. Und ich möchte heute mit euch nur diese eine Botschaft durchgehen, nämlich dieses letzte Wort, das wir heute gehört haben. Ich bin die Magd des Herrn. Mir geschehe, wie du es gesagt hast. Weil ich glaube, darin können wir so drei Grundhaltungen finden, die für unser Leben wesentlich sind. Und wir haben es schon tausendmal gehört, dieses Wort heute. Die Älteren unter euch wahrscheinlich das schon 10.000 Mal in der Liturgie. Und
Es ist doch so, dass wir oftmals die kostbarsten Worte nicht mehr wirklich hören und hinhören, was will es uns jetzt, mir jetzt heute sagen, sondern wir haben uns daran gewöhnt. Also lasst uns nicht daran gewöhnt sein, auf das Wort Gottes, sondern hören wir jetzt ganz bewusst einmal hin, was hier Maria eigentlich antwortet. Weil ihre Antwort ist Lebensprogramm, auch für unser Leben. Ich bin die Magd des Herrn. Drei Punkte hier. Der erste Punkt, ich bin die Magd des Herrn. Eine Magd ist jemand, ja, eine Magd ist jemand, der sich befehligen lässt. Eine Magd lässt sich herumdirigieren. Du gehst jetzt dorthin, du hast dorthin zu gehen, dann gehst du. Die Magd hat nichts zu melden dann, wenn sie das machen muss. Sie geht einfach diesen Weg. Das ist die Haltung Mariens. Also sie lässt sich herumkommandieren. Das machen wir schon mal ganz gar nicht gerne. Nicht nur die Kinder in der antiautoritären Erziehung heute, sondern auch wir Erwachsenen. Wir lassen uns nicht gerne herumkommandieren. Also es ist mal ihre Haltung, diese Haltung des Dienens, der Hingabe, aber nicht eine Hingabe an irgendjemanden. Es heißt, ich bin die Magd des Herrn. Also sie weiß, sie hat ihre Identität bei Gott. Also sie weiß sich geborgen bei Gott. Oder anders gesagt, sie stellt sich unter den Blick Gottes, nicht unter den Blick der Menschen. Hand aufs Herz. Wie oft lassen wir uns herumkommandieren von unseren Mitmenschen, wo wir unter dem Blick der Mitmenschen leben und plötzlich denken, ja, was denkt jetzt echt der andere, wenn ich hier ein Kreuzzeichen mache, mitten in dieser Gesellschaft hier, die nicht gläubig ist? Ja, wo wir irgendwo unterwegs sind bei den Ungläubigen und die plötzlich aufgefordert sind, unseren Glauben zu bekennen. Wo wir wissen, ich stehe unter dem Blick Gottes zu jeder Zeit in meinem Leben. Nicht nur in der Kirche. Und wenn ich mit denen von der Kirche unterwegs bin, sondern auch wenn ich mit den Heiden von heute unterwegs bin, auch da stehe ich unter dem Blick Gottes. Also Maria weiß ganz ihre Identität bei Gott. Deshalb kann sie in diese dienende Haltung hineinkommen, weil sie nur einem dienen möchte, Gott und seinem Heilsplan. Aber das sollte auch für uns so sein. Wir müssen zuerst Gott dienen und seinem Heilsplan. Selbst für die Ehepaare hier gilt das. Ihr seid nicht die Magd eures Ehemannes. Oder die Männer können sagen wie Paulus oder Knecht Christi. Ich, Paulus, Knecht Jesu Christi. Nein, das heißt nicht ich, Sepp oder irgendein Name, Knecht von irgendjemandem. Nein. Nur der Herr, nur ihn allein, unter seinem Blick zu leben und zu wissen, von ihm her bekomme ich Identität. Seine DNA ist in mir und die muss in mir verwirklicht werden, weil die DNA Gottes ist die Liebe. Und wir sind Abbild, Ebenbilder Gottes und deshalb berufen zu dieser Liebe. Aber diese Liebe dient nur einem allein, dem Heilsplan Gottes. Das ist das Erste. Und das Zweite dann, da heißt es dann weiter, mir geschehe. Mir geschehe. Der heutige Mensch würde wahrscheinlich das anders schreiben. Er würde sagen, ja gut, noch zähneknirschend, ich bin die Magd des Herrn. Aber dann nicht mir geschehe. Ich mache, wie du es gesagt hast. Ich tue, wie du es gesagt hast. Nein, mir geschehe. Wir Menschen, wir wollen alles selber machen, tun. Aber das müssen wir nicht. Wir sollen es geschehen lassen. Der Mensch von früher konnte das noch viel eher leben in seinem Leben.
Weil, denken wir nur schon, der Bauer. Der Bauer hat ausgestreut, da hat er für die Pflanzen gesorgt zwischendurch, aber er hat Gott geschehen lassen. Er lässt es wachsen. Und am Ende, am Herbst, hat er geerntet und ist zu Gott gegangen und hat ihm gedankt. Heute macht der Bauer anders. Der Bauer sieht den Boden, er rechnet mal aus, dann er produziert, er tut düngen, er tut gießen, er macht. Und ja, das Wetter hat dann auch noch mit zu bestimmen. Und wenn es nicht pariert, dann schimpft man wieder über das Wetter. Und danken am Schluss muss man nicht. Man dankt dann höchstens, dass man schwarze Zahlen geschrieben hat und nicht rote. Versteht's? Aber genauso in allen Bereichen, wir wollen machen. Selbst die Kinder machen wir heute, der Gesellschaft, sogar in den Reagenzgläsern. Oder das heißt, ich mache Liebe. Nein, Liebe kann man nicht machen. Liebe ist Geschenk. Ich schenke mich dem anderen. Das ist Liebe. Ich mache mich dem anderen zu einem Geschenk. Und nicht ich mache, ich tue. Also hier müssen wir schon aufpassen heute, dass wir nicht in diese falsche Haltung hineinkommen. Weil die Gesellschaft das uns so wie vorprogrammiert. Immer mehr in unserem Herzen dieses Tun, Machen, nur das zählt letztendlich. Nein, weil auch vor Gott haben wir dann oftmals diese Haltung. Ja, ich muss jetzt das und jenes und noch das beten und das und das und das und das. Der Herr will zuerst mal deine Liebe und deine Hingabe. Er möchte mal einfach, dass du ankommst bei ihm. Ihr Lieben, diese Gefahr ist so groß heute. Das fängt beim Leben an, beim natürlichen Beginn des Lebens, aber es geht bis zum Tod. Der Mensch will es heute nicht mehr geschehen lassen, seinen Tod, wenn er alt, krank, gebrechlich wird. Nein, er will es in die eigenen Hände nehmen und sagen, ich will selber bestimmen, selbstbestimmt, oder? Sagen, wann ich sterbe. Und er lässt sich töten, beziehungsweise er trinkt dann irgendwas oder gibt sich irgendwas, das ihn umbringt. Und das nennt dann die Schweiz noch Dignitas. Mit Würde zu sterben. Obwohl das völlig nicht der Würde Gottes entspricht. Das ist eigentlich schon paradox. Exit und Dignitas heißen die beiden Sterbeorganisationen in der Schweiz. Exit. Nein, es ist kein Ausgang. Es ist ein Hinübergang ins ewige Leben. Die Frage ist dann, wo? Oben oder unten, auf Deutsch gesagt. Hä? Wer selbstbestimmt ins ewige Leben hineingehen will, der kommt ganz sicher unten an. Oben wirst du ankommen, wenn du mit Hingabe hingehst. Und Dignitas, Würde, ist es schon gar nicht. Denn die Würde hat uns ja Gott durch seine DNA, durch seine Liebe gegeben, die er uns eingepflanzt hat. Und diese Liebe ist bereit, sich hinzugeben dann auch im Leben. Und da hat das Leiden auch einen Sinn und bekommt einen Sinn. Weil das Leiden ausgerichtet ist schon auf eine Ewigkeit hin. Da kann man es tragen im Wissen. Ich kann damit noch ganz viele Menschen auch retten und mich selbst läutern. Das brauchen wir. Also, das Erste, ich bin die Magd des Herrn. Ich weiß meine Identität bei Gott. Und ich bin Diener diesem einen Heilsplan. Das Zweite, es soll geschehen. Nicht ich soll machen, nicht selbstbestimmt, sondern mit dieser Hingabe, er darf es ausführen. Er darf es machen, nicht ich. Und das Letzte dann, wie du es gesagt hast. Oh, das ist das Allerschwierigste heute. Wie du es gesagt hast. Maria, wisst ihr, Maria hat alles so gemacht. Da ist sie uns eben genau Vorbild. Sie hat Gott zuerst sprechen lassen. Und dann hat er ihr geantwortet. Aber bei uns ist es oft umgekehrt.
Aber ich glaube, Gott hat deshalb den Mensch mit zwei Ohren und einem Mund geschaffen. Also doppelt so viel hören wie sprechen. Aber wie oft hören wir gar nicht hin auf die Nöte, auf die Bedürfnisse des anderen, sondern wir sprechen schon unsere Nöte und Bedürfnisse aus und hören gar nicht zu, was der andere eigentlich möchte. Und genauso im Gebet. Wie oft kommen wir zu Gott im Gebet und sprechen, aber hören gar nicht, wie er eigentlich uns vielleicht schon geantwortet hat. Maria hat diese Haltung: Ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du es gesagt hast, so auf eine tiefe Weise gelebt. Sie konnte überall immer wieder diese Haltung zeigen. Denken wir Hochzeit bei Kana. Sie hat die Not gesehen, sie hat ein Ohr gehabt für die Not der Brautleute. Sie haben keinen Wein mehr. Was macht sie? Sie geht mit dieser Not zu Jesus. Sie haben keinen Wein mehr. Jesus sagt: Frau, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Maria widerspricht nicht. Sie lässt es geschehen und geht einfach zu den Dienern und sagt, was er sagt, das tut. Geschehen lassen. Das ist Maria, das ist ihre Haltung. Identität ganz von Gott her. Und deshalb ist sie auch unsere Mutter geworden. Zuerst war sie nur die Mutter von Jesus Christus. Durch diese Hingabe, durch dieses Wort. Ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du es gesagt hast. Aber weil sie diese Haltung ihr ganzes Leben hindurch bewahrt hat in ihrem Herzen, bis unter das Kreuz, ist sie unter dem Kreuz auch zu unserer Mutter geworden. Und dann Johannes in seinem Evangelium schreibt: Siehe deine Mutter. Ihr Lieben, ich wünsche, dass wir diese Haltung noch mehr verinnerlichen können in unserem Leben. Ich glaube, die Kirche würde ganz anders aussehen heute. Und fangen wir bei uns an. Wo sind wir noch nicht Diener des Heilsplan Gottes, sondern Diener der eigenen Lebenspläne, die wir haben für uns, was aus uns werden sollte? Wo lassen wir es nicht geschehen, sondern wollen selber machen, selber produzieren? Und wo hören wir nicht? Lassen wir ihn nicht zuerst sprechen? Seien wir Hörende. Ein wundervolles Wort, eine wundervolle Botschaft, die Maria uns gibt hier. Leben wir die. Ich bin die Magd des Herrn. Mir geschehe, wie du es gesagt hast. Amen.